Ja, Sie sind Schulleiter der Heinrich-Heine-Schule hier in Schelflingen. Sie haben sich beworben mit Ihrer Schule bei einem Projekt des Quarry Life Award für Deutschland. Was hat Sie motiviert, sich zu bewerben? Was mich jetzt als Schulleiter der Heinrich-Heine-Schule motiviert hat, wenn ich jetzt mal vom Thema ausgehe, vom Motto die Natur als Gewinner, das auf die Schule übertrage, die Natur als Klassenzimmer, wo eben Schüler, Lehrer in einer ganz anderen Art und Weise eben lernen können. Das war ein Grund. Zum Zweiten eben auch die Verbindung zu unserem Kooperationspartner Heidelberg Zement, hier speziell das Werk in Schelking mit seinem Direktor Macher Kraut, wo wir einfach gesehen haben, dass es eine gute Möglichkeit ist, eben diese Kooperation zu leben, nicht nur auf dem Papier stehen zu lassen und uns als Schule eben an diesem Quarry Life zu beteiligen, um eben Schülern vielfältige Möglichkeiten für Ökologie, für Ökonomie im Grunde genommen am Beispiel Werk Schelking eben hier sozusagen aufzugreifen. Und das bietet eben dieser Preis. Frau Klingler, Sie sind Fachlehrerin an dieser Schule. Was denken Sie denn, was die Schüler, die beteiligt sind, mitnehmen können aus diesem Projekt, mit dem Sie angetreten sind? Also die Schüler sollen verschiedene Pflanzen kennenlernen, die für eine Chemischung geeignet sind und die jetzt hier speziell im Steinbruch auch wachsen. Und die Kinder lernen hiermit diesen nachhaltigen Umgang. Das ist einmal hier was der Abbau im Steinbruch selbst betrifft. Und zum anderen das schonende Sammeln für einfach geschützte und seltene Pflanzen, die man dann stehen lässt. Frau Urbanski, Sie sind auch Lehrerin an dieser Schule. Sie sind so ein bisschen die geistige Mutter der Uridee auch. Was war Ihre Motivation anzutreten mit Ihrer Schule? Ja, ich kam auf die Idee, weil wir schon früher im Steinbruch waren mit unseren Schülern und ich überrascht war, wie viele Pflanzen da wachsen. Und daraus entstand die Idee, dass man aus diesen Pflanzen ja auch einen Kräutertee herstellen könnte. Uns ist wichtig, dass wir das Klassenzimmer verlassen, mit unseren Schülern raus in die Natur gehen, dass sie kennenlernen, was dort wächst, obwohl das ja eigentlich ein Abbaugebiet ist oder war, besser gesagt. Und es liegt ja nahe, dass wir in diesen Steinbruch gehen, weil der hier vor Ort liegt und die Kinder vom Ort her, von der Schule auch mit diesem Zementwerk hier verbunden sind. Und warum sollten wir da woanders hingehen? Herr Schmidt, auch Sie gehören zum Kernteam der Lehrer, die das Projekt an Ihrer Schule vorantreiben werden. Was denken Sie, was Ihre Schüler mitnehmen werden aus der Projektarbeit? Für uns war dann wichtig bei der Bewerbung für das Projekt, dass unsere Schüler die ganze Bandbreite kennenlernen vom Sammeln der Kräuter und der Pflanzen über das Verpacken, das Etikett gestalten und über die Vermarktung bis hin zum eventuell zum Verkauf. Und die Einbeziehung unterschiedlichster Fächer von Biologie über Deutsch bis zu Chemie und auch BK, also Kunst, um die Etiketten zu gestalten.